Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Mutter und Tochter. Und heute wollen wir dich mal ganz ein bisschen hinter die Kulissen entführen. Als wir überlegt haben, was ist das Thema heute, habe ich gesagt, lass einfach Freude und Spaß verbreiten, weil das hatten wir gerade eben. Und das ist das, was so passiert, wenn so zwei Generationen auch ein Business miteinander führen und sich über Social Media unterhalten. Und wenn die Mama, wie ich, dann in dem Fall mal zur Tochter sagt, ich habe das Internet gelöscht oder ich habe Instagram gelöscht. Darum geht's heute. Ja, und wie viel Freude man dennoch dabei haben kann. Ja. Also es ist ja wirklich so, dass so zwei Generationen. Du, Madeleine, bist aufgewachsen quasi mit Social Media. Für mich waren das Dinge, wo ich lange Zeit gesagt habe, nein. Ich meine, ich kenne ja auch noch, fällt mir gerade so ein, ich habe eben so gelacht, meine Wimperntusche, die war verschmiert hier. Ich weiß noch ganz gut, als so die ersten Computer in den Häusern Einzug gehalten haben, in Privatwohnungen, wo ich gesagt habe, mir kommt nie und never ein Computer mit Internet hier ins Wohnzimmer. Irgendwann war es dann soweit, klar. Das ist so eine, ist so gewisse Generationen, wo man, wo so neue Dinge dann sind und man denkt erstmal, nee, um Gottes Willen, ne, können wir jetzt noch ganz viele Beispiele nennen. Nur letzten Endes, Fazit, Resümee von allen Neuerungen, egal jetzt, ist das Mobiltelefon, ist das Internet, Handy als solches, was auch immer, habe ich für mich inzwischen ja herausgefunden, wenn ich von etwas Neuem höre, gucke ich mir es erst an und gucke auch, wie kann ich das nutzen für mich, gerade im jetzigen Zeitalter? Mit anderen Worten, also ich habe aufgehört zu sagen, nee, das ist nichts oder das ist schlecht, geschweige denn es zu bewerten, sondern ich gucke es mir an und denke, ah, cool, kann man ja auch noch nutzen, weil was für ein Segen ist es ja letzten Endes auch. Vor allem jetzt unsere Situation gerade. Ich bin auf Zypern, du bist gerade aktuell in Deutschland. Wie schön, dass wir hier diesen Podcast so aufnehmen können und für diejenigen, die nicht nur lauschen wollen, sondern uns auch sehen wollen, uns ja sogar dann auf dem YouTube-Kanal sehen können und uns zuschauen können, ja? Ja. Also, das ist schon mal von meiner Seite, von meiner Generation her, eine wichtige erste Botschaft. Wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du mit allen Neuerungen haben, die es im jetzigen Zeitalter gibt? Absolut, ja. Ich denke auch gerade daran, wie wir uns als Teenager, als Kinder gewünscht haben, dass du dir endlich mal ein ordentliches Handy anschaffst, weil das war wirklich noch ewig lang, also ewig lang, ich meine, klar, wie lang gibt es jetzt schon Touchscreen-Handy? Es ist ja eigentlich noch gar nicht so alt, die Erfindung, wenn man es sich mal überlegt, aber keine Ahnung, wann hattest du dein erstes Touchscreen-Handy? Von der Jahreszahl weiß ich es nicht, aber ich weiß sehr gut, dass ihr mir immer gefühlt in den Ohren gelegt hattet. Doch ich weiß es jetzt wieder, dass ich noch so ein Tastentelefon hatte. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich bei einem meiner Mentoren auf einer größeren Veranstaltung war und wir wollten abends noch Bilder zusammen machen vor der Leinwand. Und mein Handy hat so desolat schlechte Bilder gemacht. Da waren zufällig zwei junge Männer noch da, die auch aus dem Saarland kamen, die das halt mitgekriegt haben. Und die hatten mir dann angeboten, komm, ich mache ein paar Bilder mit dir von unserem Mentor und schick's dir dann nachher. Ich meine, rückblickend, es war spaßig.
Ich kann auch nicht sagen, dass es mir peinlich war, aber dennoch, es war mir irgendwo auf gewisse Art und Weise peinlich und unangenehm. Da habe ich mir gedacht, so jetzt ist Schluss. Ich werde nie wieder mehr andere fragen, ob die ein ordentliches Bild mit mir, mit jemandem machen können. Ich will das selbst machen können. Und dann weiß ich noch genau, als ich mein erstes Handy in der Richtung bekommen habe, das war nämlich als das erste, glaube ich zumindest, Lebensfreude-Retreat auf Bali stattgefunden hat. Weil ich da ja auch, wir beide sind ja vorgereist, die Family ist nachgekommen und da wollte ich wirklich ein Handy haben, das ordentliche Bilder macht, wo ich auch ordentlich einfach mit was machen kann. Genau. Ja, also so lange ist es eigentlich noch gar nicht her. Ja, und mittlerweile ist es halt auch schon so, dass du dir teilweise noch bessere, neuere Modelle holst, als wir es haben. Auch wenn ich nicht so unbedingt mit umgehen kann, aber Hauptsache, ich habe das Teil und kann euch dann fragen, wie geht denn das? Ich glaube, ich habe das Internet gelöscht auf dem Handy, ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, sich so in diesen neuen Dingen einfach auch nicht zu verschließen. Weil ich glaube, das passiert in jeder Generation. Das ist auf jeden Fall so, ne? Und auch schon, ich glaube, ich würde sogar sagen, auch in unserer oder in meiner Generation, dass es da auch mal ganz leicht passiert, dass man sich vor was Neuem verschließt und sagt, oh, das ist ja bescheuert oder so. Mir fällt gerade TikTok als Plattform ein. Als das rausgekommen ist und alle gesagt haben, boah, ne, was soll TikTok und ne, und ja, gut, jeder benutzt TikTok jetzt. Also, ne, es ist irgendwie immer so. Also, keine Ahnung, man kann sich das einfach sparen, diese Energie, die man dafür aufwendet, irgendwas blöd zu finden und andere davon zu überzeugen oder zu sagen, hey, das ist wirklich blöd und so, ne? Sondern sich einfach mal zu öffnen. Und ich finde das sehr sinnbildlich für vieles weitere, was wir haben, wie viel Blähung da passiert, weil man irgendwie andere Sachen gewohnt ist, obwohl eigentlich das vielleicht ganz cool wäre oder dran wäre. Und wenn wir es jetzt mal auf die Persönlichkeitsentwicklung beziehen, mir fällt gerade ein, ich hatte vor, weiß gar nicht, war es ein Call oder irgendwie vor ein paar Tagen habe ich darüber gesprochen, dass es wirklich so einfach ist. Dass es wirklich so einfach ist mit der Persönlichkeitsentwicklung und dem Bewusstsein oder diese großen Themen wie ich verbinde mich jetzt mit meiner Seele oder ich empfange jetzt die Impulse vom Universum und ganz klare Botschaften oder ich will jetzt einfach mal glücklicher sein. Ich will jetzt einfach mal mehr Leichtigkeit in mein Leben einladen. Da sucht man auch so nach so großen Dingen, nach so großen Methoden. Und ja, der hat da jetzt eine neue Methode gefunden, wie das super leicht geht. Und da gibt es eine krasse Methode. Und hier, das kannst du machen. Und wenn du dir dies noch dazu nimmst und so, ne? Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die meisten Dinge, es ist wirklich ganz simpel. Es ist wirklich atmen, sich mit der Erde verbinden, sich nochmal dran zu erinnern, den Gedankenswitch zu machen. Es sind so einfache Dinge. Und wenn wir das nicht anerkennen, dass das Leben so einfach ist, dann fangen wir an, das Leben als kompliziert und anstrengend zu empfinden. Und dann gehen wir so auf, nein, das ist so einfach kann es nicht sein. Weil ich habe es ja auch so gelernt, es muss ja immer noch eine bessere Methode geben, noch eine neuere Erkenntnis aus der Wissenschaft oder sowas. Es muss noch was Besonderes sein. Aber an dieser Stelle dürfen wir wieder zurück zum Ursprung kommen und verstehen, dass das Leben wirklich einfach ist. Und jetzt bei der Frage, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt aufkommt, wozu soll ich mir dann überhaupt noch einen Coach buchen? Da geht es nicht drum, also uns geht es nicht mehr darum, irgendwelche neuen Dinge zu lernen oder neue Sachen zu lernen, weil wir sind ja schon lange auf dem Weg. Du noch viel länger als ich, aber ich allein schon. Ich habe ja mit 17 angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und seitdem jeden Tag. Und also ich würde mal sagen, ich brauche jetzt auch keine neuen Methoden mehr. Vor ein paar Jahren war das noch neu. Oh, wow, neue Erkenntnis und krass, okay, dann mache ich das jetzt mal. Es ist mittlerweile nichts Neues mehr.
Trotzdem haben wir immer noch Mentoren an unserer Seite, weil wir in die Energie eintauchen. Und das ist eins der simpelsten Dinge, wie wir das erreichen, was wir wollen, weil wir können hart arbeiten und wir können versuchen, das im Außen irgendwie zu kreieren, was wir uns wünschen, egal was das ist, unsere Ziele zu erreichen. Aber was es wirklich ändert oder leicht ändert, ist, wenn ich es im Inneren mache. Und wenn ich mich energetisch in diesen Raum begebe von meinem Mentor, der dann vielleicht auch gewisse Dinge, gewisse Übungen mit mir macht, um mich einfach in diese Energie mitzunehmen, das ist das, was es wirklich verändert. Genau. Man kann ja so fordern, das habe ich selbst schon so oft auch erlebt, wo ich so gefühlt im Tal der Tränen war, kommt ja mal vor, ne? Und man hat dann jemand an seiner Seite, wo man fragen kann oder sagen kann, du, ich habe gerade das Gefühl, ich stecke da fest, mir ist nur zum Weinen zumute oder ich komme nicht weiter oder whatever. Wie rasch kommt man da raus, weil das Gegenüber einfach aus einer anderen Perspektive drauf schaut? Weil das Gegenüber, und das ist auch der Unterschied zwischen Mentoren und Familienmitgliedern, deshalb haben wir ja auch immer unterschiedliche Mentoren, auch wir an unserer Seite, als Familienmitglied, je nachdem ist man ja irgendwo auch mit verstrickt. Aber ein Mentor an der Seite, unsere Mentoren, die sind ja mit uns nicht familiär verstrickt, sondern die sehen das ja ganz neutral und die sind vor allem einen entscheidenden Schritt weiter. Und nur jemand, der einen entscheidenden Schritt weiter ist, kann einem ja den Weg zeigen. Deshalb ist das so sinnvoll. Und man sagt ja auch, man ist der Durchschnitt von den 5 Personen, mit denen man sich in der Regel umgibt. So, jetzt geht es natürlich nicht darum, wenn man sich jetzt so, wenn du dich jetzt so hineinversetzt in dein derzeitiges Umfeld und denkst, oh mein Gott, es geht nicht darum, dass du dein Umfeld verlassen musst. Und schon gar nicht dich von deiner Familie verabschieden musst. Du kannst aber hingehen und gucken, wo kannst du dich denn, und da ist das Internet einfach ein absoluter Segen, mit Menschen vernetzen, die dort sind, denen du folgst, wenn du einen direkten Coaching oder ein Mentoring buchen möchtest, warum auch immer, oder auch erstmal die Energie, den Vibe von demjenigen checken. Passt das überhaupt? Was gibt der oder die so von sich? Was machen die so? Und einfach mal beobachten und allein dadurch wirst du ja schon inspiriert. Und Ja. das ist auch schon so wertvoll, ne? Und das ist auch so die Fülle, aus der man dann handelt. Weil wir lernen ja in der Spiritualität, in der Persönlichkeitsentwicklung, wir sind unendlich große Wesen. Das ist ja, was man immer so lernt, was man immer so mitkriegt. Ja, ich bin unendlich groß und ich trage den göttlichen Kern in mir. So, und wenn das ja der Fall ist, wenn wir das jetzt mal als gegeben setzen, wie unfassbar begrenzend wäre es, wenn ich glauben würde, ich bräuchte noch was, damit ich irgendwas erreichen kann. Ich bräuchte jetzt noch die neue Methode. Ich müsste jetzt noch etwas tiefer verstehen, um wirklich mein Leben in Freude und Freiheit führen zu können und zu wachsen und mich weiterzuentwickeln und diese Tiefe, diesen Frieden in mir zu spüren, diese Selbstliebe zu spüren. Das wäre doch so begrenzend, wenn ich jetzt sagen würde, ich bräuchte irgendwas dafür. So, und wir alle kennen halt aber auch diese Momente, wo wir irgendwie voll wie im Schlamm stecken. So, und für mich war es immer so ein übelster Game Changer, dass ich, wenn ich in so einem Moment war, wo ich so alles irgendwie verflucht habe und gar nicht mehr klargekommen bin und vielleicht einfach, also für mich war das wie so, ich habe den Pauseknopf gesucht im Leben. Und ich habe einfach gesucht, wie kann ich das jetzt hier gerade alles mal kurz unterbrechen? Ich kann gerade nicht mehr. Mich dann wieder in die Energie zu begeben von meinen Mentoren hat mich erstens sauleicht wieder da rausgeholt, beziehungsweise wieder daran erinnert, dass ich ja dieses grenzenlose Wesen bin. Und wenn ich jetzt halt gerade mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jemand hat keinen Coach jetzt gerade an der Seite, wo er jetzt irgendwie direkt fragen kann oder was auch immer. Ich kann darauf zurückgreifen, was ich sowieso schon weiß. Weil alle, die jetzt hier zugucken, da bin ich mir sicher, die sind schon auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Die haben schon, du hast schon so viel gemacht, du hast schon so viel erreicht und so viele Erkenntnisse gehabt.
Und dass du jetzt in dem Moment wirklich darauf zurückgreifen kannst, weil dadurch verstehst du das ja auch noch mal tiefer, dass du wirklich grenzenlos bist. Du hast ja schon alles in dir. Und das ist auch etwas, was mir so wichtig ist, in die Welt zu bringen oder diese Klarheit zu bringen, weil das für mich ein unfassbarer Gamechanger war, zu verstehen, dass ja alles schon da ist. Und das hat auch so seinen Jahresprozess gebraucht, seine Zeit gebraucht, bis ich das wirklich verinnerlicht habe, verstanden habe, was damit gemeint ist. Aber es ist alles schon da. Und nochmal dazu, sollte ich das Gefühl haben, ich weiß aber gar nicht weiter, es gibt genug Möglichkeiten, um wirklich rauszufinden, wie ich jetzt damit umgehen kann. Geh auf Google, guck dir hier die Podcast-Folgen an. Guck dir sonst irgendwas an, was auch immer zu dir findet, oder stell einfach mal die Frage ans Universum: Hey, hilf mir mal bitte. Wie geht's jetzt? Wie kann ich es jetzt wieder leichter haben? Und dann schau mal, was zu dir kommt. Und dann ist es vielleicht ein YouTube-Video, das dich anspricht, oder hier eine bestimmte Folge von dem Podcast, die dich anspricht, vom Titel, wo du eigentlich gar nicht weißt, hä, vom Titel her hat es überhaupt nichts mit meiner Situation zu tun, aber irgendwie spricht es mich an. Guck dir die Sachen an. Und schau mal, was es mit dir macht. Das ist Genau. so einfach. Genau. Was ich auch schon mal gerne mache, ist ins Bücherregal greifen, ein Buch holen und einfach das Universum bitten, lass mich jetzt die Seite aufschlagen, wo genau für mich jetzt die richtige Botschaft drin steckt. Also wenn es Bücher von der Persönlichkeitsentwicklung oder mit Sprüchen oder sowas ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wo ich dann denke, Universum, du bist sowas von präzise, so genial. Das ist jetzt genau die Botschaft, die ich gebraucht habe. Und was mir auch immer hilft, was ich euch auch gerne weitergebe, verlass den Raum, in dem du dich gerade befindest, wenn du mal so absolut im tiefsten Tal irgendwo bist. Geh raus in die Natur. Ich erinnere mich gerade so an Situationen, wo ich ja noch von dem freien Leben mit der ganzen Familie geträumt habe, aber der Kopf auch immer mal wieder rebelliert hat, wie soll das gehen? Bist du wirklich auf dem richtigen Weg? Traust dich wirklich weiterzugehen und und. Da gab es im Saarland eine Stelle an so einer Flussmündung, an so einem Bach, der so ziemlich versteckt war, wo eigentlich, glaube ich, nie jemand hingefunden hat, außer ich. Und da saß ich ganz oft und da sind mir so oft die allerbesten Ideen gekommen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Nur weil ich da gehockt habe, habe das Wetter genossen, habe die Sonne genossen, habe den Bachfluss angeschaut und war mit der Natur verbunden oder auch beim Waldspaziergang. So oft sind da die genialsten Ideen gekommen, ohne dass ich krampfhaft versucht habe, so jetzt bitte. Hat natürlich dann auch viel mit Loslassen einfach zu tun, weil sobald ich loslasse, wie sagt ein Mönch, ich kann mir seinen Namen nicht nennen, Thich Nhat Hanh oder so irgendwie, egal. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Es geht ja auch jetzt ums Endresultat halt einfach. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Und das geschieht nämlich auch in dem Moment, wenn ich loslasse, auch krampfhaft etwas loslasse, was ich gerade machen will oder whatever, dann öffne ich mich den Möglichkeiten, die das Universum mir schenkt. Weil vorher will ich hier so unbedingt und jetzt muss doch und bitte. Und wenn ich dann loslasse und verlasse den Raum, gehe in die Natur oder was auch immer ich mache, um die Ecke ins Café und schon fließt. So einfach kann es sein. Und jetzt kommt das Allerbeste. Weil wir nehmen zwar diese Folge gerade erst auf, aber ich höre jetzt schon die Gedanken von unseren Zuschauern. Ja, das habe ich schon öfter gemacht, aber bei mir kommt da einfach nichts. Oder ja, ich habe dann auch mal so ein Buch aufgeschlagen, aber da kommt einfach nichts. Ich verstehe nicht, was das Universum mir da sagen will. Ich kenne das sehr gut. Und ich kenne das auch sehr gut, dass ich zum Beispiel gerade so am Anfang, als mir das noch so neu war, ah, ich muss einfach nur auf Impulse warten und dann handeln. Also das Universum bitten, was ich haben will, dann kommt ein Impuls und dann mache ich das. Und dann habe ich mich oft einfach mal hingesetzt und habe gesagt, so, jetzt kommt ein Impuls. Wo ist der Impuls?
Ne? Also, dann habe ich da gesessen und habe halt gewartet oder auf eine Idee gewartet. Oder keine Ahnung was, ne? Irgendwie, ich habe drauf gewartet oder so. Oder ich habe halt dann in dem Buch, ich habe es nicht verstanden, was da jetzt die Botschaft für mich ist. Ne? Und ich kenne das sehr gut. Und manchmal ist es so, dass da drin die Botschaft liegt und wir es vielleicht nicht ganz verstehen wollen, weil uns was davon abhält, weil es vielleicht ums Next Level geht oder so, darum, wirklich mehr in die Tiefe zu gehen und weiterzugehen. Aber das System hält einen noch zurück. Können wir mal eine separate Folge drüber machen, um da tiefer einzusteigen. Oder was auch ganz oft der Fall ist, und das ist so, 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 so wichtig, das zu verstehen, das ist nämlich bei mir ganz viel der Fall gewesen, wenn nicht kommt, dann ist das auch schon eine Antwort. Da steckt auch schon oft eine Antwort drin oder die Botschaft drin, wenn nichts kommt. Oder wenn du das Gefühl hast, es kommt nichts. Ja, Auch da ist ein Geschenk. absolut, absolut. Und es ist mit Impulsen auch oft so, und das gilt es auch zu unterscheiden, zwischen Bauchgefühl und Impuls gibt es auch nochmal einen Unterschied. Ein Impuls, der kommt absolut von deinem Higher Self, von deiner Seele, vom Überbewusstsein. Welchen Namen wir dieser Instanz auch immer geben möchten, das sind ja alles Versuche mit unserer menschlichen Sprache, dieser Energie einen Namen zu geben, damit wir uns irgendwas vorstellen können. So, und diese Impulse, die kommen, die sind da. Und im nächsten Moment kommt so ein Bauchgefühl dazu, oh, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil, nee, das fühlt sich aber nicht gut an. Weil die Impulse, die wir bekommen, wenn es jetzt vor allem auch darum geht, sich weiterzuentwickeln, dahin zu gehen oder auch dahin zu schauen, wo man eigentlich hin möchte, dann macht man ja Dinge anders. Weil mit dem bisherigen Denken, Fühlen und Handeln, klar, kann man ja nur entsprechend gleiche Resultate erzielen. Und das fühlt sich so unbequem an. Und das ist ganz wichtig zu wissen, sobald dann so das Bauchgefühl einsetzt, oder so unbequem, nee, das kann ich nicht machen, oder wir versuchen von der Logik her den Bogen zu spannen. Dann ist vorbei. Dann gehen wir nicht weiter. Dann bleiben wir stehen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Der Impuls, der kommt auf unterschiedlichste Art und Weise. Nicht so, dass irgendwie der Himmel aufgeht und da steht's, aber es kann auch durchaus mal ein LKW vorbeifahren mit irgendeinem Werbespruch und da ist irgendein Wort drin und denkt, ah ja, genau. Oder was ich bei unseren Gesprächen ganz oft, was wir ja auch schon gemerkt haben, ich erzähle dir was. Und es ist etwas, wo auch ich gar nicht gemerkt habe, Mensch, die Botschaft ist ja da. Und du machst mich dann darauf aufmerksam. Was hast du mir denn gerade erzählt? Guck mal, ne? Also man ist da auch selbst so ein bisschen betriebsblind manchmal. Das ist einfach sensationell. Oder ich weiß noch vor ein paar Tagen, das hatte ich dir auch erzählt, hatte ich nachts von einem Hund geträumt. Wird jetzt hier den Rahmen sprengen, das so im Detail. Und am nächsten Morgen weiß ich noch, ich bin aufgestanden, habe gedacht, was hat's mit diesem Hund da jetzt auf sich? Hab's aber gleich losgelassen und war dann am Strand spazieren und ohne dass ich drüber nachgedacht habe, ist die Botschaft vom Universum gekommen, warum ich diesen Traum mit diesem Hund da nachts hatte. Also es ist sensationell, auf welche Art und Weise das universelle Feld mit uns spricht oder Gott oder ja, wie gesagt, egal welchen Namen wir dieser Instanz geben. Für mich ist die neutralste Ausdrucksweise einfach Universum, universelles Feld oder Seele. Da haben wir keine Behaftungen zu. Genau. Ja, es ist auch spannend. Also mittlerweile frage ich mich einfach oft auch, was hat das mit mir zu tun, wenn mir irgendwas Bestimmtes auffällt? Weil klar, in diesem Moment, wo man so befangen ist und denkt, ich will jetzt einen Impuls haben, funktioniert nicht. Und wenn dann Leere kommt, ist das eigentlich auch schon selbsterklärend, warum dann jetzt Leere da ist. So, jetzt ist es aber auch oft so, dass mir, wie jedem anderen Menschen auch, im Laufe des Tages unterschiedliche Dinge auffallen. Ne? Zum Beispiel, oder vielleicht kennt man das ja so, man ist so unterwegs, oder es gibt da dieses Beispiel, man schickt 10 Leute durch die Einkaufsstraße in der Stadt und am Ende
dieser Einkaufsstraße steht dann jemand anderes und der fragt jeden Einzelnen, sag mir mal die drei prägnantesten Dinge, die dir aufgefallen sind. Da wird dir vermutlich jeder unterschiedliche Sachen sagen, ne? Und das kommt einfach daher, dass jeder mit einem anderen Filter durch die Welt blickt. Das heißt, während dem einen auffällt, ja, das schöne Blumenbeet, das die Stadt da errichtet hat mit den schönen Blümchen und da war der Himmel war so schön blau und diese intensive Farbe und im Schaufenster, da war ein richtig schönes Kleid. Und der andere erzählt, ja, da hat ein Hund gerade hingemacht und der Besitzer hat es nicht weggemacht. Und dann habe ich noch eine Frau mit ihrem Mann streiten sehen und solche Sachen, ne? Um es jetzt mal klar deutlich zu machen. Für den einen ist das eine prägnant, für den anderen das andere. So, und das ist natürlich auch mit Sichtweise verknüpft und so. Das ist natürlich auch wandelbar. Dieser Filter, den wir haben, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren, was wir wirklich mehr haben wollen. Dass wenn ich den Hundehaufen sehe, ich auch sagen kann, ah, guck mal, die Blumen sind trotzdem schön. Ich konzentriere mich einfach auf die Blumen. Worauf ich hinaus will, ist, ich schaue darauf, was mir so auffällt in meinem Alltag, an meinem Tag. So, was fällt mir so auf? So, keine Ahnung, für mich, mir fällt jetzt gerade so ein Beispiel ein, ich weiß nicht, ob das das Beste ist, aber vor ein paar Monaten, da war ich auch in Zypern, da habe ich vor meinem Altar gesessen und dann habe ich draußen so ein komisches schleifendes Geräusch gehört. Ne? Und da ist dann gerade, da habe ich halt rausgeguckt und da ist gerade ein Auto vorbeigefahren, das hatte einen Platten und ist wohl gerade zur Autowerkstatt gefahren. Und in dem Moment war das für mich so, aha, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Es war nicht direkt klar, okay, ja, das ist jetzt ein Zeichen vom Universum. Aber innerhalb der nächsten Stunden oder Tage, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, kam dann so eine Botschaft. Und dann kam mir das wieder. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ach stimmt, da war ja auch dieses Auto und das hatte einen Platten hinten rechts und so und solche Dinge. Und so gucken wir einfach, was fällt mir denn auf? Und das, was mir ja auffällt, das ist ja auch schon die Sprache des Universums mit mir. Ne? Wenn mir der blaue Himmel auffällt und ich mich dabei gut fühle, bester Weg. Wenn mir der Hundehaufen auffällt und ich mich dabei schlecht fühle oder Wut entwickle, weil derjenige das nicht wegmacht oder was auch immer, dann ist das auch eine Sprache. So im Sinne von, hey, änder mal deinen Fokus. Und so, oder Ja, was immer für eine Message dahinter stecken kann. genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Da wird auch deutlich, dass alles gleichzeitig da ist. Schwarz-weiß gesagt, die Kacke und das Schöne. Und das, was wir sehen, ist immer die Projektion unseres Inneren. Das strahlen wir nach außen. Und worauf ich hinaus will, nochmal, damit wir den Kopf jetzt auch mal ein bisschen mit im Boot haben, dass wir alle uns unsere Lebenswirklichkeit selbst erschaffen und alles ist gleichzeitig da. Selbst wenn ein Liebespaar über diese Straße geht, durch die Einkaufsstraße, jeder sieht absolut etwas anderes. Sie gehen aber durch die gleiche Straße oder wenn wir beide jetzt hier auch am Fenster stehen würden. Die Straße hier, die Bäume, die Kirche und alles, was ist alles das Gleiche, aber du guckst auf andere Dinge als ich, was ich gerade in dem Moment nicht sehe. Und das ist so, damit wir den Kopf mal jetzt mit im Boot haben, wirklich Beweis dafür, dass jeder von uns sich seine eigene Lebenswirklichkeit erschafft. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst und wird quasi zur Materie. In Form von der Lebenswirklichkeit im Außen. Eigentlich so einfach. Ja, es ist so einfach. Von daher, vielleicht geht es auch einfach mal darum, das dann jetzt tatsächlich umzusetzen und tatsächlich jetzt mal rauszugehen. Vielleicht auch, was auch mega ist, sich jetzt mal, vielleicht nach dem Hören dieser Podcast-Folge, einfach mal rausgehen und zum Beispiel einen Spaziergang machen und das Ganze mit der Absicht zu starten, mit der Intention.
Ich möchte jetzt eine klare Botschaft empfangen. Und dann gehe ich mal raus und schau mal, was mir so auffällt. Und dann schreibe ich mir das vielleicht mal auf danach. Vielleicht kommt direkt die Botschaft, ist direkt eine Erkenntnis da. Vielleicht aber auch nicht. Ich komme nach Hause, ich schreibe es mir auf, was ich alles so gesehen habe. Und dann lasse ich das los, lege das beiseite, gehe meinem Tagesgeschehen wieder hin und gucke dann vielleicht abends oder am nächsten Tag oder so oder eine Woche später wieder da drauf. Und vielleicht erkenne ich es dann, weil manchmal das so rückwirkend. Aber das sind so Dinge, die wir einfach dann machen dürfen. Ja, sehr gut, sehr gute Hausaufgabe. Wenn ich noch was hinzufügen darf, was wir beide ja auch sehr gerne machen, ist Begegnungen mit Tieren. Wenn einem dann eine Katze begegnet oder da sitzt irgendwo ein Schmetterling oder hier auf Zypern eine Schlange, wängelt sich von einer Seite auf die andere oder was auch immer, oder man sieht im Meer einen wunderschönen Seestern oder besondere Fische, Fischwarm, was auch immer. Ich google da tatsächlich immer sehr gerne, und spirituelle Bedeutung, Fischschwarm, spirituelle Bedeutung dies oder jenes. Und das passt auch immer, auch auf die Art und Weise spricht das Universum mit uns. Und ja, wir haben ja einen freien Willen, ganz ehrlich. Wenn ich dann mal was lese, wo ich denke, nö, dann ist es ja meine Entscheidung zu sagen, nee, das hier will ich jetzt nicht gerade hören oder lesen oder wissen. Ja, also mit anderen Worten, Einladung, Freude, Spaß und Leichtigkeit damit haben. Und nicht denken, oh, um Gottes Willen, ich habe da einen toten Fisch gesehen und das Erste, was mir im Internet angezeigt wird, da ist keine Ahnung was. Nee, es ist auch immer alles das, was du glaubst. Aber meistens bekommen wir so viel Rückenstärkung dazu. Und ja, die Sprache des Universums ist einfach sensationell präzise und genial. Und mit viel Freude, Spaß und Leichtigkeit können wir uns alle jetzt noch mehr darauf einlassen. Und einen letzten Satz noch dazu. Du weißt ganz genau, wann du dir nur was vormachst und was verdrängst, was eigentlich eine Wahrheit ist, die es jetzt anzuschauen gilt. Und wann du wirklich sagen kannst, okay, das da ist jetzt halt gerade nicht das, was wirklich dran ist. Weil ja, auf der einen Seite, alles ist unser Spiegel, aber ich muss auch nicht in alles eine totale Bewertung reinlegen. So, und wenn ich jetzt irgendwas sehe, irgendwie so ein Zeichen bekomme, wie zum Beispiel der tote Fisch, und aber sonst irgendwie mich gerade innerlich sehr gut fühle und auch auf meinem Weg fühle, dann muss ich da jetzt nicht irgendwie schauen, oh Gott, wo in meinem Leben habe ich denn doch so gelebt und das gemacht, was auch immer die Bedeutung davon ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich dann schon merke, ich versuche mich da rauszuflüchten oder, ne, dann ist das oft nur so das Ego, das dann so, ach nee, nee, das hat nichts mit mir zu tun. Ich mache einfach mal weiter. Ne? Meistens wissen wir es schon, was eigentlich los ist. Das wissen wir sowieso schon. Eigentlich brauche ich jetzt gar keine Zeichen mehr. Aber es ist halt noch mal deutlicher, wenn ich einen toten Fisch sehe, als wenn ich es nur mal innerlich ein bisschen spüre und dann immer wieder weg. Also, Inspiration für heute. Mit wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du jetzt deinen Tag genießen? Von da aus, wo auch immer du uns hier jetzt gelauscht hast oder gesehen hast, oder wenn es abends spät oder in der Nacht war, in den neuen Tag starten, wie auch immer. Und dann hören und sehen wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge und wünschen dir viel Freude, Spaß und Leichtigkeit. Danke fürs Bis Zuhören. dahin. Ciao. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milliner.